molekulare Künstler. Wir kreieren neue Moleküle, und zwar sehr große Moleküle. Und das tun wir, um zum Beispiel neue Materialien für Batterien zu entwickeln. Natürlich eine Familie, die das Ganze unterstützt. Die Institute sind in der Stadt angesiedelt, was das Ganze auch sehr gut mit dem privaten Leben kombinierbar macht. Vor 10 Jahren ganz bewusst für Jena und gegen andere Rufe entschieden, weil ich ein Riesenpotenzial des Standorts gesehen habe. Jena ist die Stadt des Lichts. Es ist eine Forschungsstadt, die sehr wichtig ist für ganz Thüringen als Innovationstreiber. Es ist eine sehr junge Stadt, sehr lebenswerte Stadt. Und gerade wenn man Familien herholen möchte, ist ein Riesenvorteil, dass wir viele Kinderkrippen, Kindergärten in unmittelbarer Umgebung haben, sodass man wirklich Leben, Arbeiten und das Private toll verbinden kann. Ich bin ja geprägt als Musiker. Bei beiden setzt man Hände, Verstand und alles Mögliche ein, passt beides wunderbar zusammen und die Musik ist eine wunderbare Entspannung wieder für die andere Sache und schafft wieder die kreativen Freiräume.